Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse seit 2 Tagen, heute ist der 3., auf dem Emons-Stand. Und neben mir steht, bitte, liebe Autorin, stellen Sie sich selber vor, ich kann es lesen, Kerstin Filstede. Wir hatten noch nie miteinander zu tun, Sie sind eine Empfehlung, ich habe mich schlau gemacht, jetzt sind Sie dran. Ja, also herzlich willkommen hier am Emon-Stand. Wir werden hier gleich ein schönes Cosplay machen zu unseren beiden Büchern, Myriane und ich. Und wir haben jetzt, war es nicht gut? Doch, das war sehr gut. Ich möchte gerne wissen, was Sie schreiben. Ja, genau. Das ist ja nicht der normale Katzenkrimi. Sie Absolut. Bieten ja sehr viel mehr. Und das würde ich gerne unseren Lesern deutlich machen. Aber das können Sie am besten, denn Sie haben die Bücher geschrieben. Bitte, was schreiben Sie? Das stimmt. Also die Eyecat-Serie ist eigentlich etwas ganz Besonderes, weil es ist zwar aus Sicht der Katzen und deren Tiere, also das Team vom Eyecats-Team, es ist aber auch sozialkritisch. Also im Grunde wie Animal Farm ein bisschen eine Fabel, gesellschaftskritisch, gleichzeitig aber James Bond. Das heißt, sehr viel Action drin und zusätzlich als drittes Wayne's World. Das heißt, viel Humor auch in den Dialogen. Das klingt furchtbar anspruchsvoll. Ich war aber auf Ihrer Website und Sie sind ja schließlich vom Fach. Ja. Das, was Sie da präsentiert haben, das ist in der Tat so, wie Sie das eben mit Worten beschrieben haben. Also ich kann die Leser nur neugierig machen, aber da ich noch kein Buch von Ihnen gelesen habe, verlasse ich mich im Moment auf Ihr Wort. Ja, also Katzenagentin Indy ist im Grunde das weibliche Pendant zu James Bond und die deckt menschliche Skandale auf, die real sind. Also zum Beispiel wie Flughafen Berlin, Schönefeld, Großbauskandale, Stuttgart 21. In Katerminator geht es sogar um Waffenskandale, illegale Lieferungen und um neueste Waffensysteme. Alles ist mit Hightech verknüpft, weil ich da auch ein großes Faible dafür habe. Also künstliche Intelligenzen spielen eine große Rolle. Tierversuche, also das ist eine Menge Stoff in den Büchern. Unglaublich viel Information in der Kürze der Zeit. Ich bedanke mich. Es ist ein Gedränge und Geschiebe auf der Messe. Wir müssen auch andere zu Wort kommen lassen, aber gleich ist das Blogger-Treffen. Dankeschön. Genau. Danke. Ich habe zu danken. Vielen Dank.